Heute möchte ich mit Ihnen zusammen eintauchen in die wunderbare Welt der indischen, orientalischen bzw. der ayurvedischen Gewürze. Ob indische Gewürze automatisch ayurvedisch sind, die Frage werde ich Ihnen nachher auch noch beantworten. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Gewürze kombinieren, welche Gewürze zu welchen Speisen besonders gut passen und wie Sie den Geschmack von Gewürzen zusätzlich intensivieren können durch die Art der Zubereitung. Namaste, Tajidele, herzlich willkommen. Ich habe Ihnen hier schon mal einige der Gewürze präsentiert. Einige sind sicherlich Ihnen bekannt, einige vielleicht weniger bekannt. Hier haben wir zum Beispiel den Kümmel und den Kreuzkümmel und die Koriandersamen. Das sind schon eher, sage ich mal, die bekannteren Gewürze. Dann habe ich hier weiterhin noch den Gewürzfenchel. Auch eine ganz spannende Geschichte, zum Beispiel auch in vielen Curries. Es sind Fenchelsamen enthalten, ist vielen, denke ich, mir gar nicht so bewusst. Und dann habe ich da noch die schwarze Senfsaat, finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, auch als Einzelgewürz, passt sehr gut, zum Beispiel zu Tomatengerichten, zu Chutneys, gibt so eine leichte Schärfe, eine ganz leichte bittere Note. Und all diese Gewürze haben wirklich einen sehr, sehr eindeutigen, einen sehr prägnanten Geschmack. Ich denke zum Beispiel bei Kümmel immer an Kümmelstange. Die habe ich als Jugendlicher mega gerne gegessen, schön mit dick Butter und mit Käse drauf. Und wenn man das isst, weiß man sofort, okay, Kümmel. Bei Fenchel sieht das, denke ich, mir ähnlich bzw. genauso aus. Also auch da ist der Geschmack sehr eindeutig. Und Fencheltee ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, nehme ich aber ab und zu mal zu mir. Und auch da erkennt man sofort, okay, Fencheltee. Und welche Geschmacksrichtung da letztendlich enthalten ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Salz oder Zitrone haben, dann ist ganz eindeutig, Zitrone ist sauer, Salz ist salzig. Aber wie schmeckt eigentlich ein Fenchel? Wie schmeckt eigentlich ein Kümmel? Ist der mehr süß? Ist er mehr scharf? Ist er mehr bitter? Damit lassen sich die ganzen Aromen schon fast nicht mehr beschreiben. Und das ist, denke ich mir, wirklich auch die Besonderheit, die wirklich die Exotik dieser Gewürze, dieser bestimmten ätherischen Öle, die wirklich so einen eindeutigen Geschmack haben, der wirklich unverwechselbar ist. Und wenn ich jetzt Gewürzmischungen zusammenstelle, dann versuche ich, diese ganzen Aromen eigentlich so zu kombinieren, dass ich nachher letztendlich gar nicht mehr herausschmecke, um welches Gewürz es sich handelt, um welchen Geschmack es sich handelt. Und dazu möchte ich Ihnen direkt die erste Gewürzmischung präsentieren. Und die Bestandteile unserer ersten Gewürzmischung ist unter anderem unser Fenchel und Kümmel. Und auch Kreuzkümmel ist mit dabei. Und allein diese Kombination, wenn man die zusammenfügt, dann wird eigentlich, denke ich mir, fast keiner mehr wirklich herausschmecken, welche Gewürze letztendlich da drin sind. Und dann kommt noch die schwarze Senfsaat mit dazu, zu der ich eben auch schon mal kurz was gesagt hatte. Und Methi Seeds, Boxhornkleesamen, ein relativ bitteres Gewürz, was aber auch im Ayurveda sehr geschätzt wird als Antidiabetikum und hat verschiedene andere Wirkungsweisen. Wenn ich übrigens Gewürze kombiniere und eventuell wirklich auch für die Gesundheit oder für therapeutische Zwecke einsetze, dann sind die Dosierungen im Allgemeinen viel zu gering. Im Ayurveda für die innerliche Einnahme von wirklich diesen Kräutern und Gewürzen als Therapie nimmt man wesentlich größere Mengen. Wenn Sie das interessiert, ich habe Ihnen hier oben einmal einen Link auf meine Website gesetzt. Ich biete auch Kurse an über Pflanzenheilkunde und so weiter. Da geht es mehr um die therapeutische Wirkung. Hier geht es wirklich mehr um die geschmackliche Wirkung.
Und ich sage auch nicht, auch wenn man das im Essen verwendet, dass es natürlich auch eine Wirkung auf unseren Organismus hat, aber relativ dezente Wirkung. Hängt auch ein bisschen davon an, wie hoch potenziert sozusagen die Gewürze sind oder wie extrem einfach auch die Geschmacksrichtungen sind. Zum Beispiel bei Chili, der also wirklich so ein richtig mega scharfer Chili, wenn ich davon nur kleine Mengen nehme, dann merkt mein Körper direkt, dass er mehr Hitze produziert, dass ich anfange zu schwitzen, dass es anfängt zu brennen. Bei so extremen Gewürzen ist die Wirkung natürlich viel stärker als bei so relativ milden, von ihren Aromen schon sehr intensiven, aber trotzdem von ihren Geschmacksrichtungen eigentlich relativ dezenten oder dezenten Intensität, sage ich mal. Und wenn ich jetzt so eine Gewürzmischung zusammenstelle, die sich nennt, wie gesagt, Pancha Poron, Pancha bedeutet 5 und Poron ist einfach diese Art der Gewürzmischung, dann nehme ich jeweils gleiche Anteile von 4 Gewürzen. Und das sind die 3 entblähenden Gewürze, nämlich unserer Fenchel. Davon nehme ich jetzt ungefähr so 2 Teelöffel. Dann unsere Kreuzkümmelsamen und unsere Kümmelsamen, jeweils genauso viel. Wie gesagt, es handelt sich jeweils um entblähende Gewürze, deshalb besonders gut geeignet für Speisen, die stärker Blähung verursachen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Dahlgerichte, Linsen, Bohnen und so weiter. Da passen diese 3 Gewürze wunderbar und verbessern die Bekömmlichkeit. Und dann tue ich jetzt auch noch 2 so eine Löffelchen von unseren schwarzen Senfsamen mit rein. Und von dem Boxhornkleesamen, diesem relativ bitteren Gewürz, davon nehme ich nur ungefähr die Hälfte, also so ein Teelöffelchen etwa voll. Und anschließend, ich könnte jetzt einfach nur so einen Granitmörser nehmen und darin die Gewürze zerstoßen und dann wird es natürlich ein bisschen gröber. Ich habe jetzt hier nochmal zusätzlich so eine Gewürzmühle bzw. Kaffeemühle ist nicht so super teuer, kostet ungefähr so um die 30 Euro. Und wenn ich jetzt wirklich öfter so eine Gewürzmischung zusammenstelle und auch ein bisschen größere Mengen, dann verwende ich eigentlich immer die Gewürzmühle. Allgemein zum Kochen, für zu Hause tendenziell nehme ich dann eher den Granitmörser. So, dann tun wir die ganze Geschichte hier in unsere Gewürzmühle. Und kurz warten, dauert gar nicht lange, geht wirklich super schnell. Deckelchen wieder runternehmen. Und diese Gewürzmischung, ich kann Ihnen das noch mal kurz hier so ein bisschen präsentieren. Ich hoffe, man sieht es nachher auch in der Kamera. Die kann man wirklich eigentlich auch ein paar Wochen aufheben, wenn Sie wirklich möglichst ein braunes, ein dunkles Glas haben und richtig schön immer verschließen. Oh, dann bleiben diese Aromen wirklich wunderbar vorhanden. Und zu welchen Speisen passt Pancha Poron? Wie gesagt, zum einen die Hülsenfrüchte, dann unter anderem auch die Kohlgerichte, die ja auch wieder relativ schwer, relativ blähend sind. Auch da ist das wirklich hervorragend, nicht nur für die Bekömmlichkeit, sondern auch für den Geschmack. Dann Kartoffelgerichte, Pancha Poron, passt wirklich supi. Und gegebenenfalls auch Chutneys, zu so einem fruchtigen Chutney, eventuell noch ein Hauch Chili mit rein. Und dieses Pancha Poron, wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und wenn Sie das mal Ihren Gästen präsentieren und dann fragen Sie mal, ist der fenchelige Fenchel drin und der kümmelige Kümmel? Ich denke mir, es wird wahrscheinlich keiner mehr rausschmecken und würde mich freuen, wenn Sie dazu was in den Kommentaren posten. Und dann kommen wir schon zu unserer zweiten Gewürzmischung. Die zweite Gewürzmischung, die ich Ihnen heute zeigen möchte, das ist ein sogenanntes Garam Masala. Garam bedeutet so viel wie wärmend bzw. erhitzend
Und tatsächlich, fast alle die Gewürze, die ich hier auf dem Tisch zu stehen habe, sind tendenziell eher wärmend. Es gibt nur wenige Gewürze von den indischen, exotischen, die tendenziell eher kühlende Eigenschaften haben, wie zum Beispiel die Koriandersamen oder frischer Koriander. Bei dem ist es sogar noch stärker. Das ist wunderbar, um einen so ein bisschen runterzukühlen. Die anderen sind leicht wärmend. Und ein Garam Masala ist eigentlich kaum wegzudenken aus der indischen Küche bzw. aus der ayurvedischen Küche. Garam Masala wird häufig verwendet für Curries, für die sogenannten Sabjis, für Gemüsegerichte also, aber auch für Kartoffelgerichte. Und ein Garam Masala wird meistens erst zum Schluss darüber gegeben. Und es gibt verschiedene Varianten natürlich von diesen Gewürzmischungen. Ich habe Ihnen meine Lieblingsmischung unten in der Videobeschreibung mit aufgeschrieben, mit den genauen Angaben in Grammzahlen für die einzelnen Gewürze, weil da ist es wirklich wichtig, nicht gleiche Anteile zu verwenden, sondern unterschiedliche Mengen zu verwenden, um wirklich eine richtig schöne Geschmackskomposition sozusagen daraus zu kreieren. Was allen Masalas gemeinsam ist, egal ob die jetzt ein bisschen blumiger sind oder ein bisschen schärfer sind, das ist halt wirklich diese Komposition, diese Kombination von verschiedenen Düften, von verschiedenen Geschmacksnuancen. Und eine Besonderheit von einem Garam Masala ist, dass es im Allgemeinen eigentlich vorher, insbesondere wirklich die groben, die Samengewürze sozusagen, ein bisschen angeröstet werden, und zwar trocken angeröstet werden. Und ich benutze sehr gerne so eine gusseiserne Pfanne dazu. Die ist hier, finde ich, richtig cool. Eine, die ich auch in den Ofen stellen kann. Und ich könnte auch diese Gewürzmischung im Ofen ein bisschen erhitzen. Am besten eventuell noch mit dem Deckel zudecken und natürlich aufpassen, dass es mir nicht verbrennt. Ich kann aber auch wirklich so eine ganz simple, einfache Pfanne nehmen. Die kostet, glaube ich, 5-6 Euro. Ist irgendwie ganz niedlich. Kann man sich auch ein Spiegelei drauf braten, wenn man möchte. Und all die Gewürze, die ich hier präsentiert habe, die werden zusammen angeröstet. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel unter anderem so ein Lorbeerblatt. Zimtstange würde mir auch ein bisschen anstampfen und ein bisschen klein machen. Die einzigen drei Gewürze, die erst zum Abschluss mit dazukommen, das ist zum einen das Ingwerpulver. Jetzt haben wir hier ja auch keine Samen, sondern eine Wurzel. Und dann die Muskatblüte, keine Samen, sondern eine Blüte. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel vorher schon mit anrösten würde, das wird nachher gallebitter. Schmeckt wirklich überhaupt nicht. Und das dritte muss ich jetzt wirklich gerade überlegen, was von den dreien zum Schluss reinkommt. Genau, das ist tatsächlich die Zimtstange. Zimt würde ich auch nicht vorher mit anrösten. Diese drei Komponenten kommen wirklich nach dem Rösten mit in das Garam Masala dazu. Dann noch ein ganz paar Worte zur Ayurveda-Sichtweise. Viele denken, dass indische Küche ayurvedische Küche ist. Ist aber tatsächlich eigentlich nicht so. Ayurveda-Küche ist insbesondere individuelle Küche. Das heißt, auf die persönlichen Belange des Menschen abgestimmte Ernährungsweise. Und das heißt, für manchen ist so ein wärmendes Gewürz oder für viele Leute ist so ein wärmendes Gewürz wirklich gut geeignet. Aber für manche Leute wäre selbst so eine relativ harmonische Gewürzmischung zu stark erhitzend. Insbesondere zum Beispiel, wenn ich eh schon wirklich Beschwerden habe, die durch dieses Hitzeelement, durch Feuerelement geprägt sind, wie zum Beispiel Sodbrennen, kann es tatsächlich schon ausreichen, dass ich so eine Gewürzmischung zu mir nehme und ich bekomme nach dem Essen Sodbrennen. Das ist individuell angepasste Küche.
Ich habe vor gut 5 Jahren einen Clip zu den Grundlagen der Ayurveda-Ernährung gedreht, wo es so um die Grundkonzepte geht. Ich habe Ihnen hier oben den Video nochmal verlinkt. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch 2 Gewürze vorstellen, die ein bisschen weniger bekannt sind. Ne, viele der Sachen sind Ihnen sicherlich geläufig. Nelken kennt jeder, Fenchel, Zimt und so weiter ist bekannt. Was zum Beispiel nicht ganz so bekannt ist, das ist hier der schwarze Kardamom. Grüner Kardamom kennt eigentlich auch fast jeder, insbesondere so für die Weihnachtsbäckerei, bei uns auch in unseren Breiten bekannt, in Indien sehr oft eingesetzt, auch für Süßspeisen oder für so ein süßes Reisgericht, dass da mit grünem Kardamom gearbeitet wird. Aber dieser schwarze Kardamom, der ist schon echt special und der wird eigentlich auch nicht gemörsert und es werden nicht die Samen genommen, sondern die ganzen Schoten werden so in ein Gericht mit reingetan. Und das ist wirklich ein Knaller, zum Beispiel für Dahlgerichte. Wenn Sie so 2, 3 von diesen schwarzen Kardamom-Kapseln mit reintun, dann bekommt das Gericht wirklich so eine leicht rauchige Note. Das schmeckt schon fast so ein bisschen wie Speck, weil dieser Kardamom, dieser schwarze Kardamom, riecht wirklich so sehr rauchig, sehr intensiv. Genau, da bleibt einem schon fast die Luft weg tatsächlich, ne, von diesem Raucharomen. Sehr speziell mag ich persönlich sehr gerne, auch zu Tomatengerichten, also wenn Sie einen Curry zubereiten müssen mit ein bisschen Tomate, auch da zu Anfang die Kardamomkapsel mit reintun. Das Gericht wird ja dann im Allgemeinen so 20 Minuten, eine halbe Stunde kochen gelassen. Und dann nehmen Sie zum Schluss die Kapseln einfach raus. Wenn man zum Schluss darauf raufbeißt, sehr unangenehm, aber der feine Geschmack, der nachher in der Speise mit drin ist, der ist wirklich super lecker. So, und dann zum Abschluss die Ajwain-Samen, bei uns auch zum Teil verkauft und bekannt als Königskümmel. Und sieht ja auch so ein bisschen kümmelig aus, sind kleinere Samen als Kreuzkümmel oder Kümmelsamen. Und der Geruch erinnert sehr an Thymian. Und tatsächlich einer der Inhaltsstoffe in diesem Ajwain ist Thymol, also auch was wirklich in Thymian drin ist. Und therapeutisch beispielsweise werden Ajwain-Samen auch ähnlich eingesetzt wie bei uns Thymian in der Naturheilkunde. Das heißt zum Beispiel für Erkältungskrankheiten könnte man sich davon Tee machen oder man könnte es zum Beispiel auch für die Inhalation nehmen. Zum Essen passt es aber auch sehr fein, wie Thymian, zum Beispiel auch zu Dahlgerichten. Hier werden die Samen dann natürlich gemahlen und anschließend mitgekocht. Das sind unsere Ajwain-Samen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Ausflug in die Welt der Gewürze gefallen hat. Falls ja, freue ich mich über Kommentare. Ich überlege auch, ob ich noch mal einen zweiten Clip darüber mache, weil es gibt noch durchaus andere Varianten von Gewürzmischungen, von Gewürzen selber. Ich könnte ein bisschen mehr über die Knollen erzählen, über Kurkuma, Ingwer und so weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Isolde.